Hallo ihr Hübschen, ich wollte heute mal ein Video machen über meine Spartipps, was ich so, wie ich spare und woran ich spare. Und zwar fange ich einfach mal mit dem Kaffeebaum an. Wir haben das Glück, dass wir bei uns auf dem Terreno einen Kaffeebaum haben oder zwei Kaffeebäume. Und können die auch abernten. Ist zwar eine mega Arbeit, aber es spart definitiv meinen Kaffee. Wer ein bisschen Fläche hat, ob das nun ein Balkon ist oder ein Garten, in Kübeln kann man super gut Kräuter anpflanzen. Pesto. Die schmecken irre lecker, sind super frisch und ein Pesto ist, wenn man ein Glaspesto fertig macht, ob das nun Basilikumpesto ist, Oreganopesto, Schnittlauchpesto oder Petersilienpesto, man braucht wirklich nur einen Kübel für die Pflanze. Und wenn das Glas, braucht ja nur so ein kleines Schraubglas sein, voll ist, dann hat man wirklich 2-3 Tage einen Brotaufstrich, der super lecker ist. Meine Brotaufstriche mache ich auch alle selber. Dazu habe ich Flohsamenschalen geholt. Der eine oder andere wird das wohl kennen. Das wird in der kommt aus dem Reformhaus und wird meistens auch in der veganen Küche eingesetzt. Und das ist super gut für Magen-Darm. Das ist wie so ein natürlicher Schleimhautfilm, der sich im Darmbereich praktisch umlegt. Und er hat die Eigenschaft, die so parasitenmäßig aus dem Darm praktisch an der Darmwand mit hinaus zu befördern. Also ich schwöre auf diese Flohsamenschalen und wird in der Tiermedizin auch sehr häufig angewandt, gerade bei Pferden, die Grasnaht fressen, also Weidetiere. Ja, mit Flohsamenschalen mache ich super viele Aufstriche. Das heißt, das brauche ich nicht mehr kaufen. Meine Luftröhre pfeift. Ich setze ein bisschen Gemüsebrühe an und dann auf so einen halben Liter Gemüsebrühe mit Gemüse drin. Das schmecke ich natürlich so ab, wie ich das haben möchte, mit Knoblauch. Da nehme ich dann fast so einen Teelöffel Flohsamenschalen rein, rühre das durch, dann dickt das an. Geiler Aufstrich. Das mache ich auch mit Käseresten. Ich kaufe keinen Käse am Stück, sondern wenn nur Käsereste, die meistens in einer Tonne landen oder eben halt in einer Tiertonne. Ich kaufe sonst nichts anderes vom Tier, nur Käsereste, weil die halt wegkommen. Und daraus die raspel ich mit Öl, Essig, Knoblauch und mache daraus meine Käsecreme. Gibt es keine Käsereste, kaufe ich auch nichts anderes. Ja, das sind so ein paar kleine Aufstriche, die ich dann immer am Start habe. Ich kaufe nie Aufstriche, nie. Und Aufschnitt sowieso nicht. Klopapier. Der eine oder andere wird jetzt lachen. Ich wohne ja auf den Kanaren und in südlichen Ländern ist es so, dass Klopapier nicht ins Klo darf. Das heißt, man hat einen Mülleimer daneben und da kommt das Papier rein und dann bringt man das zum Mülleimer runter an die Straße oder wo auch immer der Mülleimer steht, der große. Also Klopapier landet in südlichen Ländern nicht im Müll, in der Toilette. Und somit brauche ich auch kein Klopapier. Was soll ich damit? Ich habe ab und zu total zerfetzte Klamotten, zum Beispiel die Jacke hier, die ist kaputt. Und wenn die jetzt hier überall reißt, dann schneide ich mir die Stücke da raus und benutze das als feuchtes Klopapier. Das kommt in Müllbeutel, weil es bei uns eh nicht in der Toilette landet. Und somit spare ich seit, angefangen habe ich damit intensiv, während der Corona-Zeit,
weil der ganze Run und der ganze Hype auf dieses Klopapier fand ich so irre. Unglaublich, da wurde Klopapier zu Goldbarren. Und da habe ich angefangen, meine Klamotten, ich hätte die eh zum Müll gebracht, weil die kaputt waren. Auch so Decken für den Tisch waren ziemlich kaputt durch die Sonne, wird hier ziemlich viel porös. Und dann habe ich praktisch die in Streifen geschnitten oder in Karos geschnitten und habe das als Klopapier benutzt. Perfekt, ich kaufe kein Klopapier mehr. Seit 2 Jahren. Super perfekt. Ja, und auch wenn ich nur klein muss, dann habe ich ein ganz kleines Stück von meiner Hose, Jacke, wie auch immer, Klamotte und mache das feucht, also mit Wasser. Spül das danach aus. Klopapier ist überhaupt kein Thema mehr. Was spare ich denn noch? Also es lohnt sich auf alle Fälle, wer ein Stück Garten hat oder ein Parzellengebiet oder ein Balkon, ein bisschen was anzupflanzen. Und wenn es eine Tomatenstaude ist oder halt Kräuter. Schöne Kräuter. Ja. Ach so, Getränke. Wir pflanzen Salbei, Thymian, Oregano, Minze, Zitronenmelisse und Zitronengras. Bin mir sicher, dass das bei euch auch wächst, egal wo ihr wohnt. Ob das nun Indoor ist oder praktisch im Sommer draußen, Frühling, Sommer, Herbst draußen und dann im Winter rein. Ihr habt immer euren frischen eigenen Tee, griffbereit und braucht auch nichts anderes an Getränken mehr zu euch nehmen, weil Tee ist schon ein Hauptgetränk, finde ich jedenfalls, also für mich. Wenn ich zum Beispiel eine Orange habe, dann nehme ich so Schraubgläser, so ungefähr 400 Milliliter Schraubgläser, presse die Orange aus, packe die in dieses Schraubglas und tue das ins Eisfach. Und wenn ich richtig Bock und Durst habe, also richtig Durst, weil es heiß ist hier, hole ich das aus dem Eisfach, fülle das mit Wasser auf und habe ein Erfrischungsgetränk. Auch die Erfrischungsgetränke im Regal, da ist so irre viel Zucker drin und das kostet auch alles ein Schweinegeld im Moment. Also ich finde die Preise heutzutage, die gehen echt schräg durch die Decke. Und im kleinen Rahmen kann jeder irgendwo für sich kleine Spartipps machen. Also was wirklich geholfen hat am Sparen, war dieses Kackhauspapier weglassen. Und da stellt man erstmal fest, wie viel Scheiß aufs Papier man gekauft hat. Bleiben wir bei den Badartikeln. Zahnpasta ist vielleicht nicht unbedingt irre teuer, aber voller Mikroplastik. Und was kein Mikroplastik hat, ist wieder teurer. Natron, mega günstiges Mittel, hat Oma schon gehabt, Kaisernatron. Das gibt es in kleinen Tüten. Kaisernatron, eine Packung reicht bei mir mindestens ein Jahr. Ein bisschen Kaisernatron auf die Zahnbürste, ein bisschen Kokosöl drauf. Kokosöl. Da holt man sich einmal ein Glas Kokosöl, da kommst du auch ein Jahr mit hin. Du nimmst immer so ein bisschen Kokosöl ab und dann Natron oben drauf und ab geht's. Ohne Mikroplastik. Und im Endeffekt ist es günstiger, weil das auf das ganze Jahr nachher gerechnet wird. Und es landet kein Plastik, du hast keine Verpackungsgeschichten. Außer das Glas jetzt, was aber wieder recycelt wird. Plastik ist sowas von schrecklich. Und wenn ich nur ein Stück Plastik weglassen kann, perfekt. Ja, wenn mir noch ein paar Spartipps einfallen, dann sage ich euch das einfach so. Weil ich finde, jeder hat so ein paar Ideen. Und wer Ideen hat und das auch ausspricht, hilft vielleicht jemand anders. Der hat wiederum eine andere Idee und kann auch weiterhelfen.
Also ich würde auch ganz gerne mal eure Ideen praktisch als Kommentar wissen, weil es gibt ja auch Dinge, die ich noch nicht weiß, die ich ganz gern annehmen würde. Weil, passt mal auf, Leute, das dauert nicht mehr lange. Dann ist das so teuer, dass man sich ganz viel überhaupt gar nicht mehr leisten kann. Dann wird das zum Luxusartikel, das meiste. Und wenn man da schon mal anfängt, so die ganzen Aufstriche zum Beispiel für mein Brot, holt euch doch mal so eine Dose Aufstrich aus dem Laden. Das kostet ja gleich 2,50. Und was ist da drin? 125 Gramm. Oder aus der Theke oder wie auch immer. Das ist so teuer. Ja. Oder wenn ihr zum Beispiel einen Joghurt habt, streckt den weiter. Macht immer weiter Joghurt draus. Nicht immer neue Joghurts kaufen. Dann habt ihr diese Plastikbecher schon alleine nicht mehr. Das kann man super machen. Wir trinken ja nun Pflanzenmilch. Und auch da, ich kaufe mir einen Pfund Haferflocken. Da kann man irre viel Liter Pflanzenmilch draus machen. Hafermilch. Gut, ist nicht jetzt jedermanns Sache. Und Nussmilch ist wiederum teurer, weil du halt die Nüsse sind halt teuer. Ja, aber demnächst probiere ich das mal aus mit Sonnenblumenkerne. Bei uns wir pflanzen gerade Sonnenblumen an und holen unsere eigenen Sonnenblumenkerne daraus. Und die röste ich dann und dann mache ich daraus Milch. Und ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Steht als nächstes an, weil ich einfach wissen möchte, wie schmeckt Sonnenblumenmilch aus Sonnenblumenkernen geröstet. Und wenn das meinen Gaumen überzeugt, dann nehme ich das mit auf und dann kaufe ich auch keine Sojamilch mehr. Weil das ist erstens eine ganze Schlepperei und dann die ganze Verpackung. Also Sonnenblumen anpflanzen. Ich erzähle euch, wenn ich es gemacht habe, wie das schmeckt. Weil da habe ich auch Bock drauf. Gut, Leute. Es wird jetzt dunkel. Und ich hau jetzt ab. Ja. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, die Videos mache ich immer, wenn ich mit den Tieren fertig bin. Jetzt mache ich noch einen Rundgang da oben. Und dann gehe ich nach Hause. Dazwischen schaffe ich das immer alles nicht. Ja. Vielleicht ändert sich das mal. Dass ich mehr Zeit am Tag habe und dann auch da Videos drehen kann. Aber ich arbeite dann ja auch noch zusätzlich. Und wer weiß, vielleicht verdiene ich mit YouTube ja irgendwann mal ein bisschen Geld. Und dann muss ich das Haus vielleicht gar nicht verlassen, außer für die Tiere. Dann kann ich auch mehr Videos drehen. Ja, weil so schaffe ich das immer nur abends. Ist vielleicht ein bisschen blöd für den einen oder anderen, weil ich dann ja auch nicht zu Hause bin. Also die Roomtour, die dauert noch. Na gut, ihr Hübschen. Dann werde ich jetzt meine Tiere noch versorgen und ab geht's. Okay, ciao. Tschüss, schönen Abend euch.